Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sind in unserer modernen Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit. In der Schweiz verbraucht jeder Einwohner durchschnittlich 150 Liter Wasser pro Tag. Zum Beispiel für Körperpflege, Waschen, Kochen und Putzen, welches dann als Schmutzabwasser im Abfluss verschwindet. Die Ableitung kann entweder im Trennsystem erfolgen, wobei Regenabwasser und Schmutzabwasser in separaten Leitungen abgeleitet werden, oder im Mischsystem über eine gemeinsame Leitung. Die eidgenössische Gesetzgebung verlangt jedoch, dass nicht verschmutztes Abwasser in erster Linie zu versickern oder in ein oberirdisches Gewässer einzuleiten ist. Falls die örtlichen Verhältnisse dies nicht zulassen, kann unverschmutztes Regenabwasser in die Kanalisation eingeleitet werden. Wo Regenabwasser nicht in die Kanalisation eingeleitet wird, erhebt die Gemeinde auch keine Regenabwassergebühr. Das Abwasser wird über die Kanäle gesammelt und den Kläranlagen zugeführt. Sind die Kanäle schadhaft, so kann das Abwasser austreten und den umgebenden Boden verunreinigen. Dies nennt man Exfiltration. Wenn das Grundstück im Einzugsgebiet des Grundwasserleiters liegt, kann dadurch auch die Trinkwassergewinnung beeinträchtigt werden. Bei hohen Grundwasserständen kann durch den Schaden aber auch Grundwasser in die Abwasserleitung eintreten. Dies nennt man Infiltration. Durch falsch angeschlossene Leitungen sowie Drainageanschlüsse gelangen zusätzlich unerwünschte Wassermengen in die Kanalisation. Dieses sogenannte Fremdwasser kann ein Vielfaches des normalen Abwasserabflusses betragen. Für diese Belastung ist das Entwässerungssystem jedoch nicht ausgelegt und wird überlastet. Die Reinigungsleistung der Kläranlage wird verringert. Für die Abwasserentsorgung ergibt sich daraus ein erheblicher Mehraufwand bei den Bau- und Betriebskosten für größere Kläranlagen und Kanalnetze sowie ein höherer Energieaufwand. Dies wirkt sich wiederum auf die Abwassergebühren aus. Es liegt daher im Interesse des angeschlossenen Grundstückseigentümers, dass möglichst wenig Fremdwasser in die öffentliche Kanalisation gelangt. Wenn allerdings nur die öffentlichen Kanäle saniert werden, so verlagert sich das Problem lediglich auf die Grundstückentwässerungsleitungen. Die erheblichen Sanierungsinvestitionen sind nutzlos, wenn nicht öffentliche und private Kanäle und Leitungen gleichermaßen saniert werden. Die Zuständigkeit für die ordnungsgemäße und umweltgerechte Entsorgung des Abwassers liegt aber nicht nur bei der öffentlichen Hand. Der private Grundstückseigentümer ist in der Regel Inhaber und Betreiber und damit auch verantwortlich für den ordnungsgemäßen Bau, Betrieb und Unterhalt seiner privaten Entwässerungsanlage. Diese besteht aus den Grundleitungen, also den Leitungen, die zum Teil unterhalb der Grundplatte des Hauses verlaufen, und der Anschlussleitung. Diese verbindet die Grundleitungen mit dem öffentlichen Kanal. Für die Grundleitungen und die Anschlussleitung bis zum öffentlichen Kanal ist der Grundstückseigentümer zuständig. Dies gilt auch für den Abschnitt der Anschlussleitung im öffentlichen Straßenraum. Aber unabhängig von den gesetzlichen Vorgaben gibt es für den Grundstückseigentümer gute Gründe dafür zu sorgen, dass seine Entwässerungsanlagen störungsfrei funktionieren. Durch Undichtigkeiten wird beispielsweise der Einwuchs von Wurzeln begünstigt. Es entstehen also Abflusshindernisse. Unter dem Rohr kann es durch die Einspülung im Bereich der Undichtigkeiten zu einer Hohlraumbildung kommen, die zu Setzungen und im schlimmsten Fall auch zum Einsturz führen kann. Es besteht außerdem die Gefahr, dass eingespülte Bodenpartikel feste Ablagerungen in den Leitungen verursachen. Dadurch kann es zum Rückstau bis in den Keller kommen. Im schlimmsten Fall bis zur Straßenoberkante, der sogenannten Rückstauebene. Damit so etwas nicht passiert, müssen öffentliche und private Leitungen regelmäßig kontrolliert und falls erforderlich saniert werden. Wenn Schäden frühzeitig erkannt werden, können größere Schäden und damit auch Kosten vermieden werden. So kann der Grundstückseigentümer den Wert seiner Entwässerungsanlage erhalten. Eine Möglichkeit zur Überprüfung der Grundstückentwässerungsanlage ist die Inspektion mit einer Videokamera.
Da Abwasserleitungen zur Grundstückentwässerung kleine Durchmesser, viele Krümme und Abzweige haben und häufig schlecht zugänglich sind, kommen hier besonders kleine, fahrbare Spezialkameras zum Einsatz. Bei der Kamerabefahrung werden Videofilme aufgezeichnet, aus denen ein Fachmann den Zustand des Kanals erkennen kann. Zusätzlich wird eine Dokumentation erstellt, in welcher die optisch erkennbaren Schäden nach den geltenden Normen vermerkt werden. Diese Dokumentation dient auch als Grundlage für eine eventuelle Sanierungsplanung. Anhand von Schadenskriterien kann ein Fachmann Undichtigkeiten der Leitung erkennen. Der Zustand der Anschlussleitung kann auch bereits Hinweise auf den Zustand der Leitungen unter der Bodenplatte geben. Sind hier schon starke Schäden erkennbar, kann eventuell auf die aufwendigen Untersuchungen unter der Bodenplatte verzichtet werden. Selbst wenn bei der Kamerabefahrung keine Schäden erkannt wurden, heißt das nicht, dass der Kanal wirklich dicht ist. Daher fordert das Tiefbauamt der Stadt Bern eine Dichtheitsprüfung mit Wasser oder Luft. Bei der Dichtheitsprüfung mit Wasser werden einzelne Leitungsabschnitte einer Druckprüfung unterzogen. Dazu werden sie separat mit Absperrelementen verschlossen und mit Wasser befüllt. Jede Leitung muss dann einen vorgeschriebenen Wasserdruck eine bestimmte Zeit lang halten. Gemessen wird also, wie viel Wasser im Leitungssystem verschwindet. Unterschreitet diese Wassermenge einen bestimmten Wert, gilt die Dichtheitsprüfung als bestanden und es wird eine Bescheinigung ausgestellt. Es sind dann keine weiteren Maßnahmen mehr erforderlich. Wurde die Dichtheitsprüfung nicht bestanden oder wurden bei der Inspektion bereits Schäden erkannt, so muss saniert werden. Die Sanierung ist Sache des Grundstückseigentümers und muss von ihm organisiert und finanziert werden. Eine Möglichkeit der Sanierung ist die Erneuerung der defekten Leitung in offener Bauweise. Je nach Art der Schäden sowie der Zugänglichkeit der Leitungen sind auch eine Vielzahl unterschiedlicher grabenloser Sanierungsverfahren möglich. Dabei steht der Grundstückseigentümer vor der Frage, welches Sanierungsverfahren am besten geeignet und wirtschaftlich am günstigsten ist. Beim Berstverfahren wird in der vorhandenen Rohrtrasse eine neue Rohrleitung verlegt. Die Berstmaschine zertrümmert die zu erneuernde Rohrleitung und verdrängt die Bruchstücke in das umgebende Erdreich. Gleichzeitig wird das neue Rohr eingezogen. Beim Schlauchlining wird in die schadhafte Leitung ein flexibler Schlauch eingezogen. Dieser Schlauch ist mit einem aushärtenden Harz getränkt und wird von innen an die Rohrwandung gepresst. Dieses Verfahren kann auch bei beengten Platzverhältnissen aus dem Keller heraus angewandt werden. Der Zeitbedarf für die Sanierung beträgt lediglich einen Tag. Bei der Verfahrensauswahl sind sehr viele Aspekte zu berücksichtigen. Daher ist bei der Wahl eines geeigneten Sanierungsverfahrens eine fachliche Beratung unbedingt notwendig. Man sollte ein Verfahren wählen, das die gesamte Leitung langfristig abdichtet. Dabei ist auch zu überlegen, ob die Leitungen unter der Grundplatte durch abgehängte Leitungen unter der Kellerdecke ersetzt werden können. Das hat den Vorteil, dass diese Leitungen nie mehr auf Dichtheit überprüft werden müssen, da sie im Kellerbereich einer ständigen Kontrolle unterliegen. Sollten sich Entwässerungsgegenstände im Keller befinden, kann deren Abwasser mit Hebeanlagen in die neue, höher liegende Leitung gepumpt werden. Durch diese Maßnahme wird gleichzeitig ein zeitgemäßer und wirksamer Schutz gegen Rückstau aus der öffentlichen Kanalisation erreicht. Auch im Rückstaufall gewährleisten Hebeanlagen im Gegensatz zu Rückstauklappen die Entsorgung des Abwassers aus dem Gebäude.
Auch bestehende Sickerleitungen, welche an einer Mischwasserkanalisation angeschlossen sind, müssen gegen Rückstau gesichert sein. Ein dichtes Kanalsystem aus öffentlichen und privaten Leitungen liegt auch im Interesse des Grundstückseigentümers. Schützen Sie Ihre Umwelt. Erhalten Sie die Funktionsfähigkeit Ihrer Leitungen. Betrachten Sie die Grundstückentwässerung als zu erhaltenden Vermögenswert. Kontrollieren Sie Ihre Leitungen.